Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Hans Ziller vom Bonfire. Servus. Schön, dass du heute da bist. Hi, grüß dich. Hi. Natürlich bist du da, das hat einen bestimmten Grund, aus aktuellem Anlass, denn ihr werdet im Herbst bzw. jetzt im November dann auf große Tour gehen nochmal. Bonfire and Friends heißt das Ganze, A Night with Rock Legends. Und mit dabei ist unter anderem Geoff Tate. Wer ist denn noch mit dabei? Jolin Turner, ex-Rainbow Deep Purple, Phil Moog, der Sänger von UFO, Robin Beck, kennt man noch von First Time, der Coca-Cola-Song. Dann ist noch dabei der Dave Bickler, der Originalsänger von Survivor, der auch Eye of the Tiger eingesungen hat. Bobby Kimball, Toto mit Rosanna, Africa, Hold the Line. Dann haben wir noch den Chris Boldenthal von Gravedigger, von der härteren Fraktion. Wir haben den Quaster von den Pudis dabei. Das ist praktisch für alle Fans aus dem Osten. Johnny Joely, Axel Rudi Pell, Hardline. Paul Morris noch von Rainbow, der hat sogar schon mal bei Nena gespielt. Also wirklich eine illustre Gesellschaft. Und losgehen tut es am 2.11. in Fischach bei Augsburg. Und Ende ist dann am 21. November in Hannover im Kapitol. Es hört sich nach einem unglaublichen Star-Aufgebot an. Und ich habe jetzt auch mal nachgelesen, du machst ja auch ganz viel in Eigenregie. Ne? Du hast, glaube ich, die Tour selber vorbereitet, ist alles in deinem Kopf entstanden, mehr oder weniger. Bonfire bist eigentlich mehr oder weniger du, zumindest bist du das Gründungsmitglied, das quasi von Anfang an bis heute mit am Start ist. Wie entsteht so eine Idee? Das entsteht eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit. Also ich zumindest habe das schon lange im Hinterkopf, mal mit allen Freunden, Weggefährten, die uns begleitet haben, einfach mal so eine Tour auf die Beine zu stellen. Weil man hat doch mit den Jungs, wie auch mit Jolin Turner, große Hits für Bonfire geschrieben, wie Sweet Obsession zum Beispiel oder Sleeping All Alone, das wir mit Joe geschrieben haben. Aber auch mit Bobby Kimball verbindet uns vieles. Wir haben 2004 Rock for Asia mit ihm gemacht in Ingolstadt, als die große Tsunami-Katastrophe war. Und da war Bobby auch kostenlos dabei. Also sind einfach gute Menschen, coole Typen. Und wir freuen uns tierisch drauf. Und ja, das wird mit Sicherheit, man sollte sich das nicht entgehen lassen. Das Gute ist, wenn das funktioniert, möchten wir das Ganze mit unterschiedlichen Stars jedes Jahr machen. Boah, das klingt ja spannend. Du sagtest, es geht im November natürlich los. So eine Tour ist dann in ungefähr 23 Tagen dann vorbei. Ja. Man braucht aber natürlich viel, 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 viel mehr Vorlaufzeit, um sowas überhaupt zu planen. Wie lange hast du überhaupt dafür gebraucht, um das Ganze zu stemmen? So wie es halt jetzt eben steht, das Programm auch. Also planen tue ich es jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren. Angefangen habe ich im Dezember letzten Jahres das Ganze einzutüten. Da muss man Hallen buchen, dann muss man die Künstler zusammenbringen. Es gibt Künstler, die sagen, wenn der dabei ist, bin ich nicht dabei. Ich habe ungefähr 60 Sänger angeschrieben, angerufen, angefunkt. Davon sind 9 übrig geblieben. Also da sieht man, dass es doch ganz schön viel Arbeit ist. Und ja, jetzt geht es endlich los. Wir scharren alle mit den Hufen und sind richtig heiß drauf. Und ja, ich glaube, das wird eine Riesensache, wenn das Publikum das hoffentlich so annimmt, wie wir das uns erhoffen, dann machen wir das mit Sicherheit vielleicht sogar jährlich. Und ja, ich sage mal so, es ist ein Traum, einfach mit Leuten. Ich war 12 Jahre alt, als ich zum ersten Mal UFO gesehen habe mit Phil Moog in Ingolstadt in der Donauhalle. Und jetzt spiele ich mit dem auf einer Bühne und spiele seine 3 größten Hits. Also das ist einfach toll. Und dafür ist es auch wert, diese ganze Arbeit auf sich zu nehmen. Sind dann eigentlich auch Freundschaften entstanden oder wurden die Freundschaften auch mehr intensiviert oder hat es irgendwas mit dir? Inwieweit hat dich diese Vorbereitung verändert oder inwieweit hat das was mit dir gemacht? Es ist schon, also ich muss sagen, manchmal denkt man sich schon, wieso tue ich mir das auf? Weil es bleibt ja nicht nur beim Hallenbuchen oder
bei Gewerbeaufsichtsamt die Veranstaltung anmelden, sondern du brauchst ein Catering, du brauchst einen Truck, du brauchst einen Nightliner, du brauchst Stagehands. Also das musst du ja alles selber machen. Und das ist natürlich teilweise, wenn man das so sich vornimmt, natürlich schon viel, viel Arbeit. Ich habe Gott sei Dank einige Helfer dabei, die mich total unterstützen. Aber ich glaube, so eine Tour kann nur funktionieren, wenn man das auch wirklich selber macht. Wenn man da einfach nur sagt, ich buche mir da jetzt ein paar Stars zusammen und dann schicke ich die auf Tour. Ich glaube, da ist nicht dieses Feuer dahinter, das wir jetzt mit Bonfire dahinter haben. Und das Tolle ist halt, wir haben alle 32 Songs, die wir live spielen, auch aufgenommen. Im neuen Gewand, im Bonfire Sound. Die CD gibt es ab 19. Oktober zu kaufen. Das heißt, der Fan sieht genau, welche Songs gespielt werden, in welchen Versionen sie gespielt werden. Und auch die Legends kriegen die CD zum Proben. Weil wir können ja nicht überall in der Weltgeschichte rumfliegen und mit denen 2 Wochen proben. Das geht ja gar nicht. Ne? Also haben wir für jeden eine CD, wo alle Songs drauf sind. Dann kann er sich daheim vorbereiten. Und wir haben 3 Tage vorher 2 Generalproben. Und dann die komplette Probe mit allem und dann geht's los. Da muss dann auch alles stimmen. Ja. Ich habe gelesen, 3 Stunden lang ein Riesenfeuerwerk, was da abgefackelt wird. Das ist unglaublich. Also toi, toi, toi. Es wird bestimmt richtig toll werden. Jetzt muss ich kurz spicken. Was mich auch sehr interessieren würde, wie war es denn oder gab es bestimmte Songs, wo ihr gesagt habt, boah, diesen Song jetzt nachzuspielen, boah, das ist so Königsklasse, das ist so, musstet ihr die ganze Bonfire-Power irgendwie, euer ganzes Können in die Waagschale legen? Da gibt es schon ein paar, also Queensryche zum Beispiel jetzt mit Geoff Tate, die sind schon verdammt gute Musiker, also das muss man schon sagen, also die sind nicht umsonst im Prog-Bereich führend gewesen und haben, ich weiß nicht, wie viele goldene Schallplatten und Platin-Schallplatten in den USA, allein Operation Mindcrime, ich glaube, hat 3 Millionen verkauft. Das ist schon wirklich Königsklasse, das erstmal aufzunehmen und dann das Ganze auch noch live zu spielen. Also ist eine Herausforderung, aber hält einen jung, weil man muss sich ranhalten natürlich. Und auch zum Beispiel für unseren Alex, der hat die ganzen Robin Beck-Songs gesungen, im Vorfeld auch, ne? Und das sind ja schwindelerregende Höhen, wie die Robin da raufgeht. Aber er hat es gut gemeistert und live wird er mit ihr wahrscheinlich auch ein Duett singen. Also das wird richtig toll. Spielt ihr auch eigene Songs? Wir spielen 2, 3 eigene Songs. Ready for Reaction, unser Fireworks-Opener, wird auch die Show eröffnen. Da machen wir noch mit Joe zusammen Sweet Obsession. Das haben wir mit ihm ja geschrieben. Und natürlich die Mega-Ballade, die jeder Bonfire-Fan hören will, You Make Me Feel. Schön. Ihr habt im Frühjahr ein neues Album rausgebracht, das Temple of Lies. Da gab es natürlich die dazugehörige Tour. Und jetzt kommt eben das neue Projekt im November. Woher nimmst du die Energie für all diese Projekte? Ich glaube so, ich habe viele Leute schimpfen zwar, weil wir immer so viele Besetzungswechsel hatten, aber wir haben jetzt eine sehr junge Band zusammen und allein unser Schlagzeuger ist zum Beispiel 24, der könnte mein Enkel sein. Und die spornen einen natürlich an. Und die Jungs sind auch sehr, sehr gut an ihren Instrumenten. Und das bringt mir schon, sagen wir mal, als alter Haudegen viel Energie. Also das muss man schon sagen. Ansonsten, Musik ist einfach meine Passion. Ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Und ich werde das so lange machen, bis ich wahrscheinlich irgendwann auf der Bühne tot umfalle. Als du das letzte Mal hier warst, hast du angekündigt, dass du noch weitere Projekte im Hinterkopf hast. Ich meine, jetzt hast du vorhin gesagt, wenn es gut läuft, dann wird es wahrscheinlich Fortsetzungen davon geben, Bonfire with Friends. Ist das schon das, worauf man sich einstellen darf? Oder gibt es da noch was anderes, auf was wir uns freuen dürfen bei Bonfire? Ja, wir sind da sehr fleißig. Wir werden mit Sicherheit auch wieder ein neues Studioalbum machen, nur möchten wir jetzt mal Bonfire and Friends zu fertig kriegen, dann sind schon die Planungen, das Ganze auch in Osteuropa vielleicht zu platzieren. Wir haben Angebote aus Russland, aus Bulgarien, allerdings in abgespeckter Version, nur mit 3, 4 Legends. Und dann wird es wahrscheinlich Mitte des Jahres schon wieder ins Studio gehen für ein neues Studioalbum.
Und ja, wenn es hinhaut, dann Anfang 2020 dann die nächste Tour in Deutschland und vielleicht auch im Ausland mit Bonfire and Friends. Wahnsinn. Also ihr habt noch ganz, ganz viel vor. Vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute für die Tour jetzt erstmal im November und danke schön, dass du da warst. Danke. Danke der Rockantenne, dass ihr uns immer so unterstützt, weil ohne euch könnten wir das alles gar nicht bewerkstelligen. Danke euch. Dankeschön.